So, und heute ist der 25. und zwar der Mittwoch und wir genießen es, noch draußen zu sein. Bleib. So, noch eine Frage an euch. Was meint ihr, wie lange dieser Shutdown, die Regelung dauern wird? Also ich denke schon, dass es lange dauern wird. Ein Jahr, 1,5 Jahre. Also denke ich schon. Außer, das habe ich beim Boris Palmer, das ist der Oberbürgermeister aus Tübingen, gelesen. Er hat einen Vorschlag gemacht, 3 Monate die Risikopatienten und die älteren Leute zu isolieren, ja. Und ja, und den anderen so einen Herdenschutz, hat er gemeint. Also dass wir, alle anderen, wir haben den Herdenschutz und überstehen es gut. Und ja, die Älteren, und nachher, wenn es fast alle haben, dann kann man die Alten dann wieder oberhalb der Hunde ziehen. Ja, kann man wieder alles fast normal laufen lassen. Das ist auch eine gute Idee. Ja, es gibt ja so viele Sachen, ne, was man auch fragen sich tut und oh, Mio, komm mal her. Ich helfe dir, komm. Komm, komm, komm. Ja. Also wo man Fragen tut, ne? Hey. Von wo das kommt und wieso, warum und ja. Ich denke mal, ein paar Fragen werden wir jetzt nicht beantwortet bekommen, ein paar Fragen wird man jetzt beantwortet bekommen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das Beste draus machen, uns gegenseitig ermutigen. Also Leute, wenn ich mir vorstelle, echt, das ist ja schon Wahnsinn, ne? Zu für sich verzichten auf so viele Sachen und ja, halt echt das Beste draus machen. Echt das Beste draus machen. Gell, Mio? Ja, wie gut, dass die Tiere es nicht bekommen können, den Virus, und sie ihn es nicht weitergeben können. Das finde ich natürlich super. Das ist natürlich klasse. So, noch ein paar Bildchen von hier. Von dem Schwarzwald. Oh, je, je. Kalt ist es, muss man sagen. In der Sonne geht es ja noch. Da fährt ja fast keiner, gell? Auf der Straße. So. Dann gucken wir mal, was wir noch heute machen. Schauen wir mal. Gell? Jo, was machen wir noch heute? Ach, nicht viel, gell? Nicht viel. Habt ihr eigentlich auch Haustiere? Könnt ihr mal schreiben, was für Haustiere, wie alt die sind, wie die heißen. Jo. Und bis morgen wahrscheinlich. Einen wunderschönen guten Abend euch. Ihr wisst ja, ne, wir sind eine Großfamilie und wir haben nur noch eine einzige Rolle. Kuckuck, Klopapier. Und haben geguckt nach Klopapier, Klopapier, Klopapier. Du, wir haben nichts gefunden. Wir haben gar nichts gefunden. Nirgendwo. Unglaublich. Nirgendwo, nirgendwo. Und ja, stellt euch vor, dann haben der Erika eine Lieferung bekommen, wo man schafft. Und was haben wir? Wir haben jetzt ein Klopapier, Klopapier, Klopapier. Wir haben jetzt ein Klopapier, Klopapier.